Papa, ich bin so krank. Dann bleib mal lieber zu Hause. Ja, genau das. Zehn Ausrufezeichen daran. Friss das, friss das! Voll fertig gemacht. Jetzt abschicken. Online-Shopping, los geht's! Oh, das ist geil. So, Joch, du bist gekauft. Im Sonderangebot nehmen wir gleich 5. Oh, schönes Kleid. Ab in den Warenkorb, Baby. Kaufen, kaufen, kaufen. In den Warenkorb, 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 in den Warenkorb. So, jetzt Warenkorb ansehen. Was? 2.439,66 €? Papa? Was willst du? Kriege ich ein bisschen mehr Taschengeld oder jetzt schon mein Weihnachtsgeld, Geburtstagsgeschenksgeld und Osterngeschenks? Nein. Nein? Okay. Ja. Oh, komm, die neue Pinky Schminky Glitzer Limited LE. Kein Geld. Hey, Papa! Hey. Na, wie geht's dir? Geht's dir gut? Ja. Du, ich wollte dich schon immer mal sagen, du bist mein Lieblingspapa. Oh. Ich hab dir auch was gebacken. Mein Lieblingselternteil. Oh. Den Rudolf, den du so gerne magst. Toll. Klasse, oder? Das ist richtig klasse, oder? Das gefällt dir, ne? Schönes Papier, nee, gefällt dir. Was willst du? Ich hab dir auch einen Pulli gestrickt. Ja, guck mal, schön, ne? Das ist wirklich. Ja. Was willst du? Ich will die Pinky Schminke Limited Edition. Aber Chrissy, du kriegst Taschengeld. Davon kannst du dir das super locker kaufen. Hm? Kauf dir das von deinem eigenen Geld. Jonas ist nach Australien, von seinem eigenen Ersparten. Ich verstehe es nicht, wie er neuer Geld ausgibt immer. Papa! Ja, Chrissy? Was ist? Ich habe so Durst und du machst es ja toll mit dem Automaten. Es hat bei mir wieder nicht funktioniert. Ach, kein Problem. Du musst einfach da drauf drücken. Schöner Pulli. Danke. Neue Pinky Schminky Limited Edition 2 ist draußen. Kann ich mal dahin? Schöne Haare. Ich glaube, ich brauche mal ein bisschen Platz. Ich rufe dich, wenn es klappt, ja? Schon! Mein Bus kommt, ich muss zur Schule. Chrissy, so warte doch, du vergisst immer dein Butterbrot. Ja, und Taschengeld? Nee, das reicht. Ja. Viel Spaß in der Schule. Deine Klappe! Pubertät. Chrissy, wo sind meine 30 Euro aus meinem Portemonnaie? Aus deinem soll ich das jetzt geklaut haben, oder was? Wer sonst? Ey, ich glaub's wohl. Ey, seit Jonas weg ist, bin ich schuld daran, so wie die Batman-Tasse, die letztens kaputt gegangen ist. Natürlich warst du es, da war doch Lippenstift dran. Mama hat vielleicht auch Lippenstift drauf, weil sie sich versucht, extra hübsch für dich zu machen und du schenkst dir trotzdem keine Beachtung, finde ich richtig scheiße von dir. Warum sollte sie mich anlügen in Bezug auf meine Batman-Tasse? Das war ein Sammlerstück aus der 89er Edition war das. Die hast du kaputt gemacht und du räumst doch nie dein Zimmer auf. Mama ist viel besser als du. Entschuldige dich jetzt bitte. Wofür? Und heute bist du auch um 21 Uhr zu Hause, das will ich. Um 21 Uhr von was? Du wolltest doch heute auf die Party und da darfst du nicht hingehen. Da war, so. Da war ich gestern schon und bin um 6 Uhr morgens wiedergekommen. Für diese Respektlosigkeiten entschuldigst du dich jetzt so auf der Stelle, als bei mir. Welche Respektlosigkeiten? Ja, du bist doch mitgekommen auf die Scheißparty. Du hast aber... Du hast mich vor allem blamiert. Wieder, ich habe schon wieder meinen Freundeskreis verloren. Wofür soll ich mich jetzt noch entschuldigen, hä? Für die Dinge, die du immer kaputt machst und für die Dinge... Wofür was genau? Für... Ach, du weißt ganz genau, wofür. Oh
Okay, ich muss zur Schule, mein Bus kommt. Chrissy, warte! Ich habe deine Brotdose nirgendwo gefunden. Du hast sie bestimmt noch in der Tasche. Bist du sicher? Ich wollte die mal eben schnell durchspülen. Komm, gib mir her gerade. Ganz schnell. Na, also das ist noch ein bisschen dreckig und so. Ich würde das jetzt nicht nehmen. Also. Ja. Chrissy, hast du es etwa nicht. Ach, Chrissy! Oh Gott! Schnell, gib mir Taschen! Schnell, gib mir Taschen! Ich habe kein Geld! Du hast mein letztes Geld geklaut! Gib mir Taschengeld! Na, konntet ihr euch mit einigen Situationen identifizieren? Falls ja, schreibt uns das in die Kommentare. Und auch ähnliche Situationen. Vielleicht übernehmen wir eure Ideen dann im nächsten Video. Auf jeden Fall hoffen wir, dieses Video hat euch gefallen und gebt uns dafür doch einen Daumen hoch, falls dem so ist. Und ihr seht dann beim... Oh, Papa. Papa, krieg ich Taschengeld? Du hast eine schöne Jacke an, schöne Haare. Krieg ich Taschengeld?